Stimmen auf dem offiziellen Kanal von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Drücken Sie die Benachrichtigungsschaltfläche, um die neuesten Informationen von uns zu erhalten. So überrascht von der Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Sie sind seit fast 2 Jahren zusammen, aber die Fans wissen nichts von ihnen. Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind in Bezug auf ihr Liebesleben sehr verschwiegen, denn beide denken, dass die Liebe ihre eigene Welt ist. Und vielleicht ist es das Gleiche, was die beiden Liebesbeziehungen zum Scheitern gebracht hat. Ursprünglich wollte Florian Silbereisen Beatrice Egli zu Weihnachten ein Überraschungsgeschenk machen, einen großen Schritt vorwärts in ihrer Liebe. Er kaufte einen juwelenbesetzten Doktorring, um sich darauf vorzubereiten. Er schrieb dem Reporter vorab eine SMS und solange die weibliche Hauptrolle auftauchte, wäre alles perfekt. Nach all den Jahren betraten die beiden endlich die Halle des Glücks. Witzig zu sagen ist falsch, aber traurig zu sagen ist nicht ganz richtig. Wie auch immer, wir gratulieren diesem Kultpaar ganz herzlich. Und tatsächlich war es für Beatrice Egli eine große Überraschung, für sie auch ein großer Schritt. 3 Charaktere fielen mit 2 weiblichen Charakteren und Florian Silbereisen ins Auge. Das Besondere ist dieses Gesicht, diese Figur, beide sind Beatrice Egli. Ich weiß nicht, ob die Natur verlockend ist oder aus dem Leid der Frauen kommt. Aber egal, diese Liebe endete, als der Doktorring an der Hand von Beatrice Egli lag. Wir wissen nicht, was wir zu dieser kurvigen und dramatischen Dreiecksgeschichte noch sagen sollen. Die Zeit wird die beste Antwort für alles sein. 3 Monate später führten wir in einem deutschen Krankenhaus ein Interview mit dem Krankenhausdirektor. Er sagte, dass er vor 3 Jahren eine plastische Operation nach dem Bild der Sängerin Beatrice Egli durchgeführt hat. Sie hat mich nicht gebeten, dies geheim zu halten, sondern sagte sogar, dass ich es 3 Jahre später veröffentlichen würde, Privatgelände. Die Regisseurin teilte weiter mit, dass sie auf die Frage nach dem Grund, warum das Mädchen dieses Bild gewählt hat, sagte, dass dies die Frau sei, die ihr verstorbener Bruder am meisten liebte. Es stecken sicherlich viele Geschichten dahinter, aber so viele Informationen reichen aus, um in der Unterhaltungswelt zu explodieren. Nach Heiligabend sind alle 3 wortlos verschwunden. Wir denken entweder an Florian Silbereisen oder Beatrice Egli, das ist eine schockierende Tatsache. Die Blume, die noch nicht geblüht hat, ist abgeschnitten, wird die Liebe des Pop-Pärchens diese Prüfung bestehen können? Ich hoffe, ein Wunder geschieht. Wenn Sie Vorschläge haben, hinterlassen Sie bitte unten einen Kommentar. Vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, um das Neueste über Florian Silbereisen und Beatrice Egli zu erfahren.